1968, Studentenrevolte gegen die Regierung in Paris. Wortführer Daniel Cohn-Bendit. Als die Polizei zuschlägt, bringt ein Generalstreik den Staat in die Krise. Martin Luther King wird ermordet. Der Bürgerrechtler war Amerikas Symbol im Kampf gegen Gewalt und Rassismus. Der Prager Frühling wird niedergewalzt. Sowjetpanzer ersticken den Ruf nach Freiheit in der Tschechoslowakei. Prag, 68. Die Studenten gehen auf die Straße, fordern mehr Demokratie. Kritik am stalinistischen System wird laut. Ihr politischer Sprecher wird Alexander Dubček, Reformer an der Spitze der Partei. Die Pressezensur schaffte ab. Aufbruchsstimmung im ganzen Land. Prager Frühling. Die Leute fühlten sich wie in einem neuen Paradies. Alles ist jetzt möglich. Es macht Spaß. Wir brauchen gar keine Westsender mehr zu hören. Unsere Sender sind viel interessanter jetzt. Was hier alles passiert, an Leben. Wir sind wieder in der Mitte Europas. In Moskau dauert die Eiszeit an. Der Kreml wittert Konterrevolution. Im Vergleich mit uns, das war mehr als eine Revolution, das war eine Anarchie. Die wollte man nicht hinnehmen. Das könnte ein Beispiel, sehr gefährlicher Beispiel für die anderen sein. 20. Juni. Manöver des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei. Die Sowjetarmee winkt mit dem Zaunpfahl. Die Menschen auf den Straßen Prags lassen sich nicht bange machen, fordern freie Wahlen. Der Schriftsteller Ludwig Vakulik verfasst ein Manifest für mehr Demokratie. Tausende unterschreiben. Für die Sowjets eine Provokation. Juli 68. Kreml-Chef Brezhnev schaltet sich persönlich ein. In Scherna, einem Grenzort zwischen UdSSR und Tschechoslowakei, kommt es in einem Zug zu Geheimverhandlungen zwischen Prager Reformern und den Sowjets, die von Dubček Linientreue einfordern. Ein Ausnahmezustand. Das war zum ersten Mal in der Geschichte der Sowjetunion, dass das ganze Politbüro der Sowjetunion, vielleicht mit einem oder zwei Ausnahmen, das Territorium der Sowjetunion verlassen hat. Die Gespräche enden offiziell mit einer Versöhnung. Doch der Bruch ist offensichtlich. Man hat vor allem Vertrauen verloren, was Dubček, Černík und andere angeht. Man darf auf ihr Wort uns nicht zu verlassen. Deswegen, es gibt keine andere Wahl. So geht es einfach nicht. 20. August, kurz nach Mitternacht. Panzer rollen durch Prag. Invasion der Bruderstaaten. Um 2 Uhr nachts meldet das Radio den Einmarsch. Widerstand. Auf der Straße und in Redaktionen. Wir haben die Tür geöffnet und die Techniker begannen, die Nationalhymne zu senden. Doch dann ist ein Offizier in den Raum gekommen und einige Soldaten. Jeder dieser Soldaten hat auf einen von uns aufgepasst und wir spürten die Bajonette in unseren Rücken. Panzer ersticken den Ruf nach Freiheit. Verzweifelt versuchen die Prager, sich der Übermacht zu widersetzen. Gegen eine 250.000 Soldaten.
ziviler Widerstand. Nein, man kann wirklich nicht behaupten, dass wir mit Blumen empfangen worden sind. Wirklich nicht. Auf der Heimaterde ist ein fremder Stiefel nie willkommen. Aber das Land war tief gespalten. Es gab einen Kampf der Rechten gegen die linken Kräfte. Und Dubček hat die Lage nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ziel der Invasoren sind die Schaltstellen der Macht in der Hauptstadt, Regierungsgebäude und Redaktionen. Bei Kämpfen um den Rundfunk Prag gibt's die ersten Toten. Der Kameraassistent Rudolf Slezak wird schwer verletzt. Als ich aus dem Koma wieder aufgewacht bin, da war mein erster Gedanke, die verdammten Russen. Aber ich konnte den Gedanken nicht aussprechen. Mein Mund war voller Blut und ich fühlte nur noch Hass. Gegen stählerne Kolosse, hilflose Gesten. Barrikaden gegen Panzer. Im Fernsehen spricht die Moderatorin Kamila Mukova gerade von Toten und Verletzten. Mitten in meine Sendung platzte ein hoher sowjetischer General und brüllte mich an. Er hatte zwei Soldaten mit Maschinenpistolen dabei. Immer wieder haben sie auf mich eingeschrien und mir gedroht. Stopp sofort die Übertragung, stellt sofort die Arbeit ein. Akte der Verzweiflung. Nach 53 Ost-Berlin und 56 Budapest wird einmal mehr der Drang nach Freiheit niedergeschlagen. Worte gegen Panzer. Ein Foto wird Symbol für ohnmächtigen Zorn. Mein Vater war ein einfacher Angestellter der Stadtwerke in Bratislava, kümmerte sich um Gas und Wasser. Er hatte viel zu tun und war immer in der Stadt unterwegs. Als er auf einmal die Panzer sah, entschloss er sich kurzerhand zum Protest. Für einen Augenblick steht der kleine Angestellte Emil Gallo im Schlaglicht der Geschichte. Er war eigentlich kein Demonstrant, sondern völlig unpolitisch. Aber dass die Russen einmarschierten und uns kommandieren wollten, das hat ihn aufgebracht. Die letzte Form des Widerstands. Mehr als 40 illegale Fernsehstudios senden weiter. Ein Hilferuf nach Österreich. Wir sind vielleicht die einzige in der ganzen Tschechoslowakischen Republik im Fernsehen, die noch senden können. Ich weiß nicht, wie lange. Ich bitte alle, informieren Sie die ganze Welt. Doch die Welt sieht nur zu. Wirklich helfen hätte man nur können um den Preis von Gewaltanwendung, also Krieg. Und das wollte niemand, insbesondere nicht Amerika. Der letzte öffentliche Protest. Auf den Straßen Prags tragen die Studenten einen Traum zu Grabe. Von einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Von einer freien Tschechoslowakei. Der Osten igelt sich nun ein nach diesem Schock von Prag. Ruhe, Ordnung sind das oberste Gebot. Gesellschaftlicher Stillstand ist die Folge. Nicht im Westen, wo die Jugend weiter rebelliert. Auch in der Bundesrepublik. Der Mantel des bequemen Schweigens, der sich über Nachkriegsdeutschland legte, er hatte nur verdeckt, worüber nicht gesprochen werden soll. Die offenen Fragen sind der Zündstoff, der sich nun entlädt, in einem vehementen Aufstand der verdrossenen Söhne gegen die erstarrte Republik der Väter. Diese sogenannten 68er, sie protestieren gegen das Establishment, den sogenannten Muff von 1000 Jahren. Die Aktivisten werfen Tradition über Bord und Konvention, wollen alte Zöpfe kappen, während ihre eigenen Haare immer länger werden.
Viele Zeichen stehen auf Wandel und auf Aufbruch. 1969, der Jahrhundertflug zum Mond. Sowjetpanzer ersticken den Ruf nach Freiheit in der Tschechoslowakei. Prag, 68. Die Studenten gehen auf die Straße, fordern mehr Demokratie. Kritik am stalinistischen System wird laut. Ihr politischer Sprecher wird Alexander Dubček, Reformer an der Spitze der Partei. Die Pressezensur schafft er ab. Aufbruchsstimmung im ganzen Land. Prager Frühling. Die Leute fühlten sich wie in einem neuen Paradies. Alles ist jetzt möglich. Es macht Spaß. Wir brauchen gar keine Westsender mehr zu hören. Unsere Sender sind viel interessanter jetzt. Was hier alles passiert an Leben. Wir sind wieder in der Mitte Europas. In Moskau dauert die Eiszeit an. Der Kreml wittert Konterrevolution. Im Vergleich mit uns, das war mehr als eine Revolution, das war eine Anarchie. Die wollte man nicht hinnehmen. Das könnte ein Beispiel, sehr gefährlicher Beispiel für die anderen sein. 20. Juni. Manöver des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei. Die Sowjetarmee winkt mit dem Zaunpfahl. Die Menschen auf den Straßen Prags lassen sich nicht bange machen, fordern freie Wahlen. Der Schriftsteller Ludwig Vakulik verfasst ein Manifest für mehr Demokratie. Tausende unterschreiben. Für die Sowjets eine Provokation. Juli 68. Kreml-Chef Brezhnev schaltet sich persönlich ein. In Scherna, einem Grenzort zwischen UdSSR und Tschechoslowakei, kommt es in einem Zug zu Geheimverhandlungen zwischen Prager Reformern und den Sowjets, die von Dubček Linientreue einfordern. Ein Ausnahmezustand. Das war zum ersten Mal in der Geschichte der Sowjetunion, dass das ganze Politbüro der Sowjetunion, vielleicht mit einem oder zwei Ausnahmen, das Territorium der Sowjetunion verlassen hat. Die Gespräche enden offiziell mit einer Versöhnung. Doch der Bruch ist offensichtlich. Man hat vor allem Vertrauen. Dies alles ist jetzt möglich. Es macht Spaß. Wir brauchen gar keine Westsender mehr zu hören. Unsere Sender sind viel interessanter jetzt. Was hier alles passiert an Leben. Wir sind wieder in der Mitte Europas. In Moskau dauert die Eiszeit an. Der Kreml wittert Konterrevolution. Im Vergleich mit uns, das war mehr als eine Revolution, das war eine Anarchie. Die wollte man nicht hinnehmen. Das könnte ein Beispiel, sehr gefährlicher Beispiel für die anderen sein. 20. Juni. Manöver des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei. Die Sowjetarmee winkt mit dem Zaunpfahl. Die Menschen auf den Straßen Prags lassen sich nicht bange machen, fordern freie Wahlen. Der Schriftsteller Ludwig Vakulik verfasst ein Manifest für mehr Demokratie. Tausende unterschreiben. Für die Sowjets eine Provokation. Juli 68. Kreml-Chef Brezhnev schaltet sich persönlich ein. In Scherna, einem Grenzort zwischen UdSSR und Tschechoslowakei, kommt es in einem Zug zu Geheimverhandlungen zwischen Prager Reformern und den Sowjets, die von Dubček Linientreue einfordern. Ein Ausnahmezustand. Das war zum ersten Mal in der Geschichte der Sowjetunion, dass das ganze Politbüro der Sowjetunion,
vielleicht mit einem oder zwei Ausnahmen, das Territorium der Sowjetunion verlassen hat. Die Gespräche enden offiziell mit einer Versöhnung. Doch der Bruch ist offensichtlich. Man hat vor allem Vertrauen verloren, was Dubček, Černík und andere angeht. Man darf auf ihr Wort uns nicht zu verlassen. Deswegen, es gibt keine andere Wahl. So geht es einfach nicht. 20. August, kurz nach Mitternacht. Panzer rollen durch Prag. Invasion der Bruderstaaten. Um 2 Uhr nachts meldet das Radio den Einmarsch. Widerstand auf der Straße und in Redaktionen. Wir haben die Tür geöffnet und die Techniker begannen, die Nationalhymne zu senden. Doch dann ist ein Offizier in den Raum gekommen und einige Soldaten. Jeder dieser Soldaten hat auf einen... Widerstand auf der Straße und in Redaktionen. Wir haben die Tür geöffnet und die Techniker begannen, die Nationalhymne zu senden. Doch dann ist ein Offizier in den Raum gekommen und einige Soldaten. Jeder dieser Soldaten hat auf einen von uns aufgepasst und wir spürten die Bajonette in unseren Rücken. Panzer ersticken den Ruf nach Freiheit. Verzweifelt versuchen die Prager, sich der Übermacht zu widersetzen. Gegen eine 250.000 Soldaten. Ziviler Widerstand. Nein, man kann wirklich nicht behaupten, dass wir mit Blumen empfangen worden sind. Wirklich nicht. Auf der Heimaterde ist ein fremder Stiefel nie willkommen. Aber das Land war tief gespalten. Es gab einen Kampf der Rechten gegen die linken Kräfte. Und Dubček hat die Lage nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ziel der Invasoren sind die Schaltstellen der Macht in der Hauptstadt, Regierungsgebäude und Redaktionen. Bei Kämpfen um den Rundfunk Prag gibt's die ersten Toten. Der Kameraassistent Rudolf Slezak wird schwer verletzt. Als ich aus dem Koma wieder aufgewacht bin, da war mein erster Gedanke, die verdammten Russen. Aber ich konnte den Gedanken nicht aussprechen. Mein Mund war voller Blut und ich fühlte nur noch Hass. Gegen stählerne Kolosse, hilflose Gesten. Barrikaden gegen Panzer. Im Fernsehen spricht die Moderatorin Kamila Mukova gerade von Toten und Verletzten. Mitten in meine Sendung platzte ein hoher sowjetischer General und brüllte mich an. Er hatte zwei Soldaten mit Maschinenpistolen dabei. Immer wieder haben sie auf mich eingeschrien und mir gedroht. Stopp sofort die Übertragung, stellt sofort die Arbeit ein. Akte der Verzweiflung. Nach 53 Ost-Berlin und 56 Budapest wird einmal mehr der Drang nach Freiheit niedergeschlagen. Worte gegen Panzer. Ein Foto wird Symbol für ohnmächtigen Zorn. Mein Vater war ein einfacher Angestellter der Stadtwerke in Bratislava.